Buster! Es ist ein heller, sonniger Tag. Buster und Cozy Coop sind am Strand. Sie spielen Volleyball. Und schau, Shem der Hai möchte auch spielen. Cozy wirft den Ball zu Shem. Oh je, der Ball zerplatzte an Shams Zähnen. Ups, aber was ist das? Ist das eine Schatzkarte? Wow, ein vergrabener Schatz. Und er ist auf der einsamen Insel vergraben. Aber wie sollen sie über das Wasser kommen? Ich glaube, Buster hat eine Idee. Wow, Buster hat aus Sand eine Rampe gebaut. Juhu, Buster düst los. Oh nein, Plansch. Buster konnte nicht weit genug springen. Ich glaube, sie müssen etwas anderes probieren. Was hat Cozy gesehen? Eine riesige Seerose? Vielleicht können sie über das Wasser gleiten. Cozy versucht's. Oh oh, Cozy hat angehalten. Das war nicht genug Schwung. Cozy versucht zu paddeln, aber er dreht sich nur im Kreis. Zum Glück kann Shem sie wieder ans Ufer schieben. Danke, Shem. Aber sie sind immer noch nicht dichter an der Insel. Aber was ist das? Shem hat ein Floß. Damit kommen sie schnell über das Wasser. Sie haben die Insel erreicht. Jetzt ist es Zeit, den Schatz zu finden. X markiert den Platz. Ist dieses X der vergrabene Schatz? Nein, das war nur Stöcke. Ist dieses X der Schatz? Nein, nur Algen. Wie ist es mit diesem X? Hurra! Da ist die Schatztruhe! Gut gemacht, Cozy. Schau dir den glänzenden Schatz an. Und sieh, ein goldener Ball. Jetzt können sie wieder fangen spielen. Und diesmal wird der Ball nicht platzen. Gut gemacht allerseits. Schaut mal, es ist Cozy Coop im Süßigkeitengeschäft. Cozy hat gerade lecker Süßigkeiten gekauft. Hier kommt Scout, sie will auch Süßigkeiten. Die sehen lecker aus. Aber, oh je, da ist der gemeine Mobber Bandit Bus. Er hat Scout Süßigkeiten geklaut und sie gegessen. Wie gemein von ihm. Arme Scout. Währenddessen besucht Cozy Buster den Bus im Park, wo er gerade Fußball spielt. Cozy will die Süßigkeiten mit Buster teilen. Aber, oh nein, da ist wieder Bandit. Er hat die Süßigkeiten geklaut und sie selbst gegessen. Und jetzt hat er den Fußball gesehen. Bandit hat ihn geklaut. Oh, Cozy ist so traurig. Cozy hat die Süßigkeiten extra für Buster besorgt. Aber was macht Buster? Er findet, dass sie Bandit folgen und nach dem Ball fragen sollten. Es ist nicht okay, Dinge zu nehmen, die einem nicht gehören. Buster und Cozy fahren die Straße entlang. Aber was ist das? Eine Süßigkeitenspur, die in eine Höhle führt. Dort muss Bandit sein. Buster und Cozy fahren hinein. Sie werden nach ihrem Ball fragen. Schaut, da ist Bandit. Aber er sieht so traurig und einsam aus. Seht mal, er hat ganz viele Zeichnungen gemalt. Oh je, Bandit hat keine Freunde. Darum hat er die Süßigkeiten und den Ball geklaut. Er hat niemanden zum Spielen. Bandit hat Buster und Cozy bemerkt. Buster fragt nach seinem Ball und Bandit gibt ihn zurück. Er entschuldigt sich, dass er Cozy verletzt hat. Aber was ist das Geräusch? Es ist Scout und sie hat Otis das Polizeiauto mitgebracht. Bandit endet im Gefängnis. Aber was ist das? Buster und Cozy sind gekommen, um mit ihm zu spielen. Clown ist schlecht. Aber sie wissen, dass es Bandit leid tut und er nur neue Freunde haben wollte. Guckt mal, Buster und Cozy Coop besuchen einen Bauernhof. Da ist Terry Traktor, der gerade Heuballen bewegt. Buster stellt Terry seinen neuen Freund Cozy vor. Buster fragt, ob er bei der Arbeit auf dem Bauernhof helfen kann. Terry hat eine Idee. Sie können die ganzen Schafe hüten. Diese Schafe sind frech und versuchen gerne vom Bauernhof auszureißen. Buster und Cozy treiben all die Schafe ins Feld. Das war gar nicht schwer. Aber oh je, Letty das Lamm hat etwas gesehen. Ein Loch unterm Zaun. Letty stiftet die anderen Schafe zur Flucht an. Da rennt Letty. Buster und Cozy haben es bemerkt. Sie müssen die Schafe aufhalten. Cozy jagt ihr hinterher. Und Buster versperrt das Loch, damit nicht noch mehr Schafe ausreißen. Wo ist Letty hin? Oh nein,
Sie versteckt sich in all den Tunneln und Cozy jagt ihr hinterher. Wie werden sie sie fangen? Buster hat einen Plan. Er hat ein Netz. Zusammen können sie Letty bestimmt im Nu fangen. Da ist sie ja. Ups, daneben. Jetzt ist sie hinter Buster. Sie springt über ihn und... Ups, Buster hat stattdessen Cozy gefangen. Letty rennt weiter. Ups, Buster hat schon wieder Cozy gefangen. Das bringt alles nichts. So werden sie Letty nie fangen. Aber was hat Cozy gesehen? Heuballen? Ich glaube, sie haben einen Plan. Sie versperren alle Löcher mit Heuballen, damit Letty nur aus einem springen kann. Da, sie haben das freche Schaf gefangen. Gut gemacht, Buster und Cozy. Terry ist beeindruckt. Aber was ist das? Letty spielt wieder ihre Streiche und hat noch einen Tunnel gegraben. Aber diesmal wissen Buster und Cozy, was sie vorhat. Buster erzählt Cozy Coop eine Geschichte. Es war einmal die Abenteurer Buster und Cozy. Sie fuhren durch einen tiefen Wald. Sie kamen zu einem Schloss, in dem König Terry lebte. Sie freuten sich sehr, ihn zu sehen. Aber gerade dann kam der Bösewicht Bandit und schloss Terry ins Gefängnis und stahl Terrys Krone. Buster und Cozy Coop wollten helfen, aber Bandit schloss die Zugbrücke und sie kamen nicht rein. Oh je. Aber dann hatte Buster einen Plan. Erst holte er einen Baumstamm. Cozy Coop hüpfte auf ein Ende und Buster schickte ihn hoch in die Luft. Cozy Coop flog über die Schlossmauern. Bandit verfolgte ihn. Aber der schlaue Cozy Coop kam davon. Cozy Coop war oben auf der Mauer. Er zog am Schalter und öffnete die Zugbrücke wieder. Bandit war sauer und jagte Buster. Aber Buster trickste ihn aus. Er kletterte auf den Stamm und boing! Buster flog auch über die Schlossmauern. Bandit versuchte ihn zu jagen, aber Cozy machte die Zugbrücke wieder zu. Platsch! Bandit fiel in den Schlossgraben. Buster und Cozy Coop retteten König Terry und gaben ihm seine Krone zurück. Dann steckte Terry Bandit zurück ins Gefängnis, wo er hingehörte. Hurra für Buster und Cozy Coop! Ende. Was für eine großartige Geschichte das war. Schau! Buster kommt heute früh in der Schule an. Da sind Scout und Diggly. Ups, Buster ist auf Öl ausgerutscht. Oh je, die Tafel ist zerstört. Scout rutscht auch aus. Puh, oh nein. Die Uhr ist auch kaputt. Was für ein Schlamassel. Hey! Und hier kommt der Lehrer. Sie müssen alles ganz schnell wieder sauber machen. Aber die Tafel ist zu schwer für Scout. Und Diggly kann die Buchstaben nicht aufheben. Buster versucht, die Uhr zu reparieren. Aber da sind so viele Teile. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Sie können tauschen. Scout kann alle Buchstaben einsammeln. Dann können Diggly und Buster die Tafel zusammen hochheben. Scout kennt ihr ABC. Sie kann die Buchstaben zurücklegen. Jetzt die Uhr. Diggly kann die reparieren. Er liebt es, Maschinen zu reparieren. Da, alles fertig. Gerade rechtzeitig. Hier kommt der Lehrer. Alles sieht wieder normal aus. Außer der Buchstabe. Und die Zeit
stimmt nicht. Und die Nummer. 1, 2, 3, 4. So gut wie neu. Was für ein schöner, sonniger Tag es ist. Oh, schau, da sind Dippy und CJ. Sie füllen CJs Mischer mit Wasser. Was sie nur vorhaben. Schau, da sind Buster und Scout. Puh, was für ein heißer Tag. Ich frag mich, was sie zum Abkühlen machen könnten. Wow. Diggly und CJ haben bunte Wasserballons. Ich glaube, Buster und Scout haben eine Idee. Eine Wasserballonschlacht. Auf die Plätze, fertig, los geht's. Was planen Buster und Scout nur? Oh, schau, Diggly und CJ schleichen sich von hinten an. Und platsch! Oh oh, Scout wurde getroffen. Und Volltreffer. Jetzt wird's interessant. CJ hat eine Idee. Aber wer versteckt sich hinter den Büschen? Das ist Scout. Aber sie hat es gerade geschafft, sich rechtzeitig zu verstecken. Das ist CJs zweite Chance. Aber schau, hier kommt Buster. Er bespritzt CJ von hinten. Jetzt jagt CJ Buster durch den Park. Schnell, Buster! Oh nein. CJ und Diggly haben Buster und Scout umzingelt. Was werden sie jetzt wohl machen? Aha, ein Regenschirm. Ich glaube, Buster hat einen Plan. CJ und Diggly ziehen. Aber Buster bleibt durch den Regenschirm trocken. Super Idee, Buster. Oh oh, Diggly und CJ füllen wieder auf. Das sieht nicht gut aus für Buster und Scout. Wow, sieh dir die Größe von dem Ballon an. Sieht aus, als wäre Buster in Schwierigkeiten. Wow, guter Schuss, Buster. Das hat viel Spaß gemacht. Da ist Buster. Zeit zum Aufwachen. Es ist ein brandneuer Tag. Schau, Mama hat Busters Frühstück schon fertig. Marmeladentoast, Busters Lieblingsschmaus. Aua, Buster fuhr über das Spielzeug. Alles gut, Mama küsst es besser. Wow. Jetzt kann Buster rausgehen und Fußball spielen. Wie aufregend. Jetzt spielt Buster mit Scout im Park. Gut gemacht, Scout. Aber, oh nein, der Fußball ist im Baum stecken geblieben. Aber schau, Mama hat den Ball wieder freigestupst. Gut gemacht, Mama. Jetzt können sie weiterspielen. Was ist das? Mama und Buster malen ein Bild. Es macht so viel Spaß, zusammen zu malen. Schau, die Sonne hat ein Gesicht. Aber oh je, Buster ist müde. Es war ein anstrengender Tag. Es ist Schlafenszeit für Buster. Erst liest Mama ihm eine Gute-Nacht-Geschichte vor. Oh, gute Nacht, Buster. Es hat viel Spaß gemacht, heute mit Mama zu spielen. Sie ist wirklich die Beste. Guckt mal, es ist Buster, der Bus. Aber wow, er sieht ganz schön müde aus. Er kommt von der Straße ab. Oh nein, Buster ist in der matschigen Pfütze gelandet. Und jetzt steckt er fest. Armer Buster, wie kann er rauskommen? Am nächsten Morgen kommt Scout das Auto bei Busters Garage zu Besuch. Aber oh je, Buster ist nirgendwo zu finden. Doch wo ist er? Aber schaut, matschige Reifenspuren. Scout folgt ihnen, um zu sehen, wo Buster steckt. Da ist Diggly der Bagger. Scout erzählt ihm, dass Buster weg ist. Sie müssen ihn finden.
Scout und Diggly suchen gemeinsam. Oh. Guckt mal, eine Spur aus Süßigkeiten. Wo führt sie hin? Wow, was war das? Puh, es ist nur Robin. Scout erklärt, dass Buster weg ist. Und Robin erklärt sich bereit, bei der Suche zu helfen. Gemeinsam können sie ihn bestimmt leichter finden. Armer Buster ist einsam und friert. Scout schaut hinter den Bäumen nach. Diggly guckt hinter den Felsen. Was hat Robin gesehen? Noch mehr Reifenspuren. Schaut, da ist Buster. Er steckt immer noch im Matsch fest. Er ist schon so lange hier. Robin erzählt Diggly und Scout, dass er Buster gefunden hat. Er ist gleich hinter dem Hügel. Da ist der arme Buster. Diggly und Scout können helfen. Zusammen ziehen Diggly und Scout Buster aus der matschigen Pfütze. Na bitte, jetzt ist Buster endlich frei. Er ist seinen Freunden sehr dankbar, dass sie ihn gerettet haben. Jetzt ist er wieder sicher in seiner Garage. Schau, es ist Jessie der Jeep. Sie hat einen Kuchen. Wow, der sieht lecker aus. Aber da kommt Bandit Bus. Er sieht verschmitzt aus. Oh nein, er isst Jessies Kuchen. Das ist gar nicht fair. Arme Jessie. Hier kommt Buster der Bus. Und da ist Bandit, der zu schnell fährt. Sieh, Buster spielt mit Scout. Er hat ihr einen Fußball geschenkt. Sieh, wie Scout sich freut. Sieh mal, Diggly baut einen bunten Turm. Aber hier kommt Bandit. Ich frag mich, was dieser schreckliche Mobber jetzt vorhat. Oh nein, er hat Digglys Turm umgeschmissen. Bandit ist eine Bedrohung. Oh je, er hat Scouts Ball gesehen. Bandit klaut den Ball für sich selbst. Was für ein Mobber. Buster will etwas tun. Die arme Scout ist so traurig. Buster will seiner Freundin helfen. Er wird sich gegen Bandit einsetzen und ihn überzeugen, den Ball zurückzugeben. Ich glaube nicht, dass Bandit Buster zuhören wird. Er wird ihn stattdessen mobben. Das ist nicht fair. Aber warte, Jessie steht neben Buster. Scout ist auch hier, um zu helfen. Sie haben alle die Nase voll von Bandit. Da ist Otis, das Polizeiauto. Er freut sich an seinem Eis. Ups, Bandit hat rückwärts Otis gerammt. Otis sieht wütend aus. Geschieht Bandit ganz recht, wo er so gemein zu allen war. Jetzt können Buster, Scout und Jessie in Frieden zusammen Fußball spielen. Jetzt, wo Bandit sie nicht mehr mobben kann. Das sind Buster und Robin. Buster scheint das Kaugummi sehr zu genießen. Was ist das? Flaschenpost. Ich frage mich, was drin steht. Wow, es ist eine Schatzkarte. Das X markiert den Punkt. Buster und Robin werden den vergrabenen Schatz finden. So, in welche Richtung sollen sie gehen? Das ist der Steg. Und guck mal, da ist die einsame Insel. Sie haben es gefunden. Oh je, das Wasser ist voller Haie. Sie müssen einen sicheren Weg zur anderen Seite finden. Schau, da ist Katrina, das Dampfboot. Sie steckt auf dem Strand fest. Sie könnte einen Schubs zurück ins Wasser gebrauchen. Genau so, Buster. Gut gemacht. Super, Katrina ist zurück im Wasser. Ach, herrje, sie hat ein Loch. Katrina könnte sinken, wenn das niemand repariert. Ich glaube, Buster hat einen Plan. Ich frage mich, was er mit dem Kaugummi macht. Oh, er verwendet das Kaugummi, um das Loch zu verschließen. Sehr schlau, Buster. Jetzt können die Haie euch nicht fangen. Nächster Halt, einsame Insel. Super, Buster ist auf der Insel angekommen. Jetzt muss er nur noch den Schatz finden. Er muss hier irgendwo sein. Da, das X markiert den Punkt. Buster gräbt tief. Wow, eine Schatztruhe.
Schau, eine Goldmünze. Ich frage mich, wofür Buster sie wohl verwenden wird. Schau, Diggly repariert Katrinas Leck. Oh, Buster verwendet die Münze, um Diggly zu bezahlen. Er hilft Katrina repariert zu werden, um sich bei seiner neuen Freundin zu bedanken. Wie lieb von ihm. Was für ein lustiges Abenteuer. Kommt herbei und hört das Märchen von Buster, dem Zauberer. Hier kommt Buster, der Bus. Er fährt wohl durch einen verwunschenen Wald. Aber halt, was ist das am Wegrand? Ich glaube, es ist ein Zauberbuch. Wow, Buster kann es verwenden, um zu zaubern. Schau mal, da sind Scout, Terry und Jessie auf dem Stadtplatz. Ich glaube, Buster wird versuchen, ein paar Zaubersprüche auszuprobieren. Mal sehen. Wow, ein Zauberhut! Buster zaubert wirklich. Ich frage mich, welchen Zauber Buster verwenden kann, um Terry zu helfen. Abracadabra. Wow! Buster hat die Pflanzen wachsen lassen. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Was für andere Zauber sind im Zauberbuch? Der Bienenzauber? Oh, schau! Buster hat Scout in eine Biene verwandelt. Es macht ihr so viel Spaß, herumzufliegen. Ich glaube, Jessie will auch fliegen. Was für Zauber gibt es dafür? Seifenblasen? Cool! Jessie schwebt in einer Seifenblase. Gute Arbeit, Zauberer Buster. Oh, schau, er ist sehr schläfrig. Zeit für ein Nickerchen, Buster? Oh je, ich glaube, irgendwas ist schiefgegangen. Die Magie ist außer Kontrolle. Schnell, Buster! Du musst alles wieder zum Alten zurückkehren. Beeil dich, Buster! Puh! Alle Zauber sind umgekehrt. Aber ich glaube, Busters Freunde sind nicht sehr zufrieden mit ihm. Buster legt das Zauberbuch zurück, wo er es gefunden hat. Das ist vermutlich besser so. Und das ist das Ende des Märchens von Buster, dem Zauberer. Danke fürs Zuhören. Es ist ein stürmischer Tag auf dem Bauernhof. Guck mal, ich glaube, Terry hat etwas, das er Buster zeigen will. Hey, da ist Monty, der Heißluftballon. Er ist ein alter Freund von Terry. Sag Hallo, Buster. Es muss so viel Spaß machen, durch die Luft fliegen zu können wie ein Ballon. Aber, oh je, der Wind wird stärker. Ich hoffe, Monty fliegt nicht weg. Oh nein, das Seil ist gerissen. Und jetzt bläst der Wind Monty davon. Schnell, Buster, du musst ihm hinterherjagen. Wer weiß, wo er sonst hingeblasen wird. Monty ist so hoch oben. Wie wirst du ihn runterholen? Schau, ein Seil. Ich frag mich, was Buster im Sinn hat. Beeilt euch, Leute. Ihr müsst Monty überholen. Was wird Buster wohl tun? Oh, natürlich. Ein Lasso. Fang ihn ein, Cowboy. Ah, so knapp. Aber Monty fliegt weiter davon. Es muss doch einen Weg geben, Monty zu retten. Was hat Buster jetzt gesehen? Es ist Iggy, der Eiswagen. Mit ganz vielen Ballons. Ich glaube, ich weiß, was Buster plant. Schau, Buster hat all die Ballons an sich festgebunden und jetzt fliegt er in den Himmel hoch. Los, Buster, du schaffst das. Halt Monty fest. Fast. 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 Du hast ihn. Gut gemacht, Buster. Du hast den Tag gerettet. Monty sieht sehr dankbar aus. Ah, Monty ist wieder fest angebunden. Er wird nicht davonfliegen wie der Ballon dort. Gute Arbeit, Buster. Ich frage mich, was Buster und Digger da machen. Wow, wer hat das gemalt? Sieht aus, als möchtet ihr Eiscreme haben. Digger, das ist ja eine riesige Eiswaffel. Oh, schau, hier kommt Iggy, der Eiswagen. Buster und Digger möchten, dass Iggy ihnen hilft, das riesige Eis anzurichten. Nun lasst uns sehen. Oh, Kirschen.
Das ist ein leckerer Geschmack. Das nehmen wir. Wow, seht euch das ganze Eis an. So, als nächstes brauchen wir blaue Eiscreme. Heidelbeeren? Perfekt. Das sieht so gut aus, Buster. Okay, und jetzt gelb. Bananen. Gute Wahl. Du möchtest mehr? Okay, das muss jetzt aber die letzte Wahl sein, sonst wird es zu groß. Ah, Apfel. Das wird ja ein super leckeres Eis. Noch einmal anstrengen, Iggy. Das Eis sieht aber sehr wackelig aus. Gib Acht, Digga. Robin holt Scout ab, damit sie sehen kann, was Buster und Digger für ihren Geburtstag vorbereitet haben. Folge Robin, Scout. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Scout. Das ist das größte Eis, das ich je gesehen habe. Oh nein, Digger. Pass auf, Scout. Das war knapp. Puste die Kerzen aus, Scout. Jetzt könnt ihr alle das Eis genießen. Es schmeckt wirklich gut. Miam, miam. Hallo, Buster. Sieht ja nach einem Tag aus, um Spaß zu haben. Oh nein, da ist Bandit der Bus. Buster, pass auf oder ihr stoßt zusammen. Warte, was passiert da? Oh wow, du schwebst in der Luft. Das ist ja unglaublich, Buster. Meinst du, du kannst fliegen? Oh wow, du bist zu einem Superhelden geworden. Du bist so schnell. Super Buster ist hier. Juhu! Was hat Buster gesehen? Da ist Otis, das Polizeiauto. Ich frag mich, was Otis in dem Tunnel sucht. Warte, da ist Bandit der Bus. Was macht er nur? Das sieht gar nicht gut aus. Oh nein, er hat den Felsblock über den Rand geschubst und Otis im Tunnel eingesperrt. Du musst ihn retten, Buster. Damit kannst du Bandit den Bus nicht davonkommen lassen. Der Felsblock sieht sehr schwer aus. Es ist okay, Buster, du bist jetzt ein Superheld. Du kannst ihn retten. Oh, Buster, deine Augen. Wow, du hast ja Laseraugen. Gut gemacht, Buster. Du hast Otis befreit. Jetzt lass uns den frechen Bandit-Bus fangen. Da ist Bandit. Sieht aus, als hätte er schon wieder nichts Gutes im Sinn. Scout, pass auf. Arme Scout. Schau, wer da kommt. Jetzt kriegst du Ärger. Super Buster ist hier. Buster, du kannst ihn aufhalten. Super Buster ist zu stark für Bandit. Das sollte ihn stoppen. Jetzt muss Buster nur Scout aus dem Teich helfen. Sieh mal Bandit an. Er steckt jetzt fest. Oh, es war alles nur ein Tagtraum. Ich glaube nicht, dass der Lehrer darüber froh ist. Juhu, Buster, der Bus ist zum Spielen herausgekommen. Pass auf die rote Farbe dort auf, Buster. Oh, Buster ist mitten hindurchgefahren. Schau mal, Buster, du hast mit deinen Rädern rote Linien gezogen. Ich glaube, Buster hat eine Idee. Gut gemacht, du hast einen Kreis gemalt. Ein Kreis ist rund und hat die gleiche Form wie ein Rad, Buster. Und jetzt hast du den Kreis ausgemalt, Buster. Es ist ein roter Kreis. Oh, hallo, Scout. Komm her und mach mit. Wir lernen gerade etwas über die Formen. Welche Form malt denn Scout? Es ist ein Quadrat. Ein blaues Quadrat. Ein Quadrat hat vier gleich lange Seiten. Hallo, Digger. Digger ist gekommen, um mit Buster und Scout Formen zu malen. Welche Form wird Digger wohl malen? Digger ist nicht ganz so schnell wie Buster und Scout. Das ist in Ordnung. Digger wird gleich fertig sein. Es ist ein Dreieck. Ein Dreieck hat drei Seiten. Ein gelbes Dreieck. Digger hat so lange gebraucht, um seine Form zu malen, dass Buster und Scout eingeschlafen sind. Aufwachen, ihr zwei. Was können wir denn noch für Formen zeichnen? Ein grünes Rechteck. Gute Arbeit, Buster.
Ein goldener Stern. Der sieht fantastisch aus, Scout. Und ein hübsches rosa Herz. Digger malt eine Raute. Oh, seht doch nur all die Farben. Es ist eine wundervolle Regenbogenraute. So viele verschiedene bunte Formen. Diese zu lernen hat richtig viel Spaß gemacht. Wir haben ein Quadrat, einen Kreis, ein Dreieck, einen Stern, ein Herz, ein Rechteck und eine Raute gemalt. Gut gemacht, alle miteinander.